Kohlen, Jens, für dich mit der erfolgreichste Wettbewerb dann? Ja, war eine tolle Sache, nochmal am Abschluss der Karriere über 200 Meter fliegen zu können. Und bei dieser Veranstaltung war ich auch der Einzige, der das damals geschafft hat. Der Skiflug-Weltmeistertitel ging damals an Andy Goldberger und ich wurde Vierter. 201 Meter im Training, das war Schanzenrekord und natürlich ein unglaubliches Gefühl. Darüber werden wir vielleicht noch Zeit haben, nachher ein bisschen zu reden. Wir hoffen allerdings, dass hier alles planmäßig vonstatten geht. Tolle Bilder,